Benni, die Einlösung von einer Wette, was war los? Ja, im Frühjahr beim ersten Lauf, da bin ich gefragt worden, was machst du denn, wenn der Bastian gewinnen sollte? Da sagte ich, dafür sind wir hier, das machen wir doch. Ja, aber der wünscht sich doch so ein leistungsstarkes Auto. Okay, habe ich gesagt, da kriege ich einen M3. Okay, und so ist das gekommen. Dann ist es kein M3 geworden, sondern ein M4, weil er hat natürlich auch schon ein paar Mal mehr gewonnen. Hinzu kommt noch, wir haben gesagt, du kriegst das eine Woche. Heute kriegst du es bis Hockenheim. Dank die Firma Becker Thiemann sind wir glücklich, dass wir einen dementsprechenden Partner haben, der uns das Auto zur Verfügung stellt. Bastian, do you already drove the car? No, not yet, because I get it maybe 2 or 3 hours ago. So yeah, it's unbelievable for me to have the chance to ride this car with Benny and Harald. It's really, they all together helped me to have the possibility to drive this dream car. So it's really unbelievable, and I wait for the end of the second race to have the chance to drive it. I would like to keep it all my life, you know, like everybody wants this car in the garage, but everything needs time, and maybe later we will see. Und Sie haben sich damit engagiert, haben das Auto zur Verfügung gestellt. Wie war das? Kam der Benny auf Sie zu? Ja, also ich fahre halt auch Motorrad. Wir arbeiten mit Wilbers zusammen und so hat sich die Idee entwickelt. Wir haben BMW Handelshäuser für Motorrad und Auto und dann haben wir gesagt, okay, an der Wette machen wir gerne mit, da können wir helfen. Autos haben wir und so hat sich das ergeben. Wir haben gesagt, wenn wir es machen, dann machen wir es richtig, dass man es auch erkennt und zuordnen kann. Und ich denke, es sieht ganz interessant aus.